So, hey Kinders und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play The Witchers 3. The Witchers, ey, das spielt sich so schnell, so easy. Ich hier lang, nee. Wie schön du so im Kreis laufen kannst, ey. Geralt, du bist der beste Kreisläufer, den es gibt, ey. Mann, ey, wie du sprinten kannst, deine Ausdauer. Mit Rüstung und Schwertern. So, da sind wir wieder beim Spukhaus. Also, Spukhaus 2.0. Aua, nicht ziehen! Du wolltest doch Zöpfe. Aber nicht, dass du die Haare ziehst. Eins geht nicht ohne das andere. Dann will ich sie nicht. Ihr wohnt jetzt zusammen. Wusste ich nicht. Als du gesagt hast, dass Sarah für meine Albträume verantwortlich ist, wollte ich wissen, ob der Teufel so schwarz ist, wie er oder sie gemalt wird. Ich bin hergekommen und habe kein Monster gefunden, sondern unsere kleine Sarah. Ich weiß nicht warum, aber wir haben uns sofort verstanden. Vor langer Zeit begannen die Menschen in einer Welt voller Monster mit dem Bau von Städten, um sich zu schützen. Doch da es Monster auch innerhalb von Stadtmauern gibt, mussten sich die Menschen weiterhin fürchten. Die Wahrheit ist, dass Mauern keine Sicherheit garantieren können. Der Ort, an dem man sich ein- und alle anderen ausschließt, ist kein Zuhause. Zuhause ist ein Ort, den man erst nach langen Reisen findet. Hey. Ist ja mal cool. Ja, jetzt wohnen die da drin. Das ist ja nett. Ich würde es an ihrer Stelle noch ein bisschen hübscher einrichten, aber naja. So. Dann war dann noch die Statue. Triss. Sieht aus morgen. Ich erwähne es halt nochmal, nur damit man es auf jeden Fall weiß. Ich möchte unbedingt Triss als die Ausgewählte und nicht Jennifer. Ja, oder Jennifer, die heißt ja nicht Jennifer. Was ja Probleme. Wichtig ist halt immer. Was ist los? Was ist denn los? Hey, warte! Der graue Blödian! Schnappt ihn! Wachen! Gib ihm einen Kopfstoß! Reißt euch zusammen, Jungs! Wir können ihn nicht umbringen! Alter, willst du mich verarschen? Hier warten, die greifen mich an und du rufst Wachen. Ja, geh mal weg. Naja. Gut. Hey, da noch immer einer was liegen. Danke. Ah, die hat sich ein hübsches Haus ausgesucht. Wen willst du sprechen? Triss. Ich hab's ihr gesagt. Keine Männer, keine Haustiere. Dies ist ein anständiges Haus, in dem anständige Leute wohnen. Keine Sorge, ich bleib nicht lang. Das ist ja mal ein lustiges Haus. Guck mal, wie schräg das steht. Oh, noch ein Stockwerk hoch. Mann. Hi. Ja, Geralt? Du hast die Rose der Erinnerung noch, die ich dir in Flotsam gegeben habe. Es scheint so lange her zu sein.
vermutlich, weil sich so viel geändert hat. Du behältst sie also aus nostalgischen Gründen? Zum Teil. Eigentlich eher als Warnung. Als Warnung? Bist du schon lange in Novigrad? Lange genug, um zu wissen, wie man sich nicht fangen lässt und überlebt. Und ehe du herkamst, wo warst du da? Ach, hier und da. Wo immer ich ohne deine Hilfe zurechtkam. Was nicht heißen soll, dass ich nicht froh bin, dich zu sehen. Schau mal, was ich hier habe. Artefaktenkompression. In diese Figur ist jemand eingeschlossen. Willst du sie dekomprimieren? Natürlich. Wer den Zauber gewirkt hat, hat den armen Tropf sicher vergessen. Sieht aus wie ein Adliger. Könnte auch einer sein. Komm mit, ich kann das Ritual nicht hier abhalten. Es ist alles bereit. Gehen wir an die Arbeit. Hier ist es ja ziemlich gruselig. Stimmt. Sieht aus wie das Versteck eines Vampirs. Darum können wir auch sicher sein, dass uns hier niemand stört. Gib mir die Figur und tritt zurück. Versuchen wir es. Ich glaube, es ist ein Adliger. Nimm dich in Acht. Es könnte auch was viel Gefährlicheres sein. In Alan, Dauna Eis. Koralle, nein. Ich kann alles erklären. Korall? Ich habe die Frau nie angesehen. Du bist mein Ein und Alles. Oh, du bist nicht Koralle. Ein Succubus, eine Täuschung. Wo bin ich? Koral hat ihn also verzaubert. Sieht ihr ähnlich? Wenn es eine rachsüchtigere Zauberin gibt, kenne ich sie nicht. Tja, außer vielleicht... Koralle ist nicht hier. Wenn das so ist, komm zu mir, Succubus. Wie heißt du? Wir sind in Novigrad. Novigrad. In Novigrad? Ich weiß noch, dass ich in Oxenfurt war und Koralle war außer sich. Wie kann sie Treue verlangen, wenn sie selbst so lüstern ist wie... wie... eine junge Ziege. Genau. Verdammt, ich fühle mich, als wäre ich von einer Rinderherde überrannt worden. Keine Ahnung, was sie mit mir gemacht hat. Aber ihr habt mich offenbar erlöst. Kein Ding. Hier, nimm dies. Amüsier dich. Mach einen drauf. Deren Geschmack nicht besser geworden ist, seit du mit ihr geschlafen hast. Gehen wir. Der freundliche Herr kommt nun sicher alleine zurecht. Ja. Ich werd Schlachter, wenn ich groß bin. Ja? Wenn du meinst. So, Nebenquest haben wir damit. Treffen Nina so nördlich von. Das ist auf Skellige. Das ist alles Skellige im Moment. So, die Mätressenliste. Sprich mit Zoltan. Oh, das haben wir ein bisschen übersprungen. Ne? Da hoch. Sieht aus, als ob ich Almosen hätte. Ich bin ein armer Schlucker, Mann. Oh, hier ist ja etwas, Hier oben
sehen die Dirnen noch gleich besser aus. Oh Mann, was ist denn hier wieder los? Nein, der Arsch hat sich gebunden wie ein Aal. Was willst du? Ich bin der neue Koch. Und diese spitzen Dinger auf deinem Rücken sind deine Küchenmesser? Ja. Verschwinde, Vagabund! So, hier muss es doch noch einen Eingang geben. Es gibt immer zwei Eingänge. Brauchst du etwas, Meister? Was ist das denn? Ach, hier sind wir. Ich bin gerade gewundert. Oh ne, da müssen wir hoch, nicht runter. Also hinten rum reinspringen funktioniert schon mal nicht. Gefällt's dir hier? Kann man über dieses Haus? Da hinten rein? Ne, da kann man nicht. Mir also nix. Mein Diener hat gestern den Mordtreiber beim Wühlen in unserem Abfall erwischt. Ui, guck mal. Okay. Was will in der die Stadt strömen? Ist das die unvermeidliche Folge? Warum unternimmt die Tempelwache nichts? Sollte sie ihn vom Bogen rauswerfen? Die Tempelwache hat anderes zu tun. So, da. Ich hab keine komischen Augen. Vielleicht hast du ja die komischen Augen. So, irgendwie komme ich da oben nicht weiter. Yes. Genau, der Mario lässt schon wieder die Kleinen, wo sie lesen schauen. Wir fangen kein Geld, sondern für jeden Spinnenjäger. Können wir. Okay. Entschuldigung, ich suche Marabella. Das bin ich. Warte draußen, wir haben noch Unterricht. Ich warte. Es dauert nicht lange. Er kann leider doch nicht kommen. Mein Onkel ist im Zirkus, weil er Schwerter schlucken kann. Eine Ratte hat ihn gebissen und er hat Fieber bekommen. Wo ist er gebissen worden? Hat sehr weh getan? Muss er sterben? Du stirbst doch nicht von der Ratte. Kann ich eine Hexerin werden? Und, vor ein paar Tagen habe ich gesehen, wie ein Hexenjäger zu einem Mann du Ratte gesagt hat. Und dann hat er ihn umgebracht. Du lügst doch. Schluss jetzt. Wenn wir sind für heute fertig. Nehmt eure Sachen und geht nach Hause. Ob der Rattenfänger wieder gesund wird? Ja. Bestimmt. Darf ich dich kurz sprechen? Ja. Was willst du? Ich weiß, dass du dich mit Rittersporn getroffen hast. Oh ja. Der längste Nachmittag meines Lebens. Hat er dir Gedichte vorgetragen? Nein, wir haben zusammen die Welt der Pilze in Bildern durchgeblättert. Hm. Vielleicht... Nein, ich will lieber nicht wissen, was er sich dabei gedacht hat. Schimmel. Darum ging's ihm. Als er seine Hand von meinem Knie nahm, um auf das Bild eines Penicilliums zu deuten, wusste ich, dass es vorbei ist. Hast du ihn noch mal gesehen, nach dem Vorfall mit den Pilzen? Nein, ich habe sogar überlegt, ihm noch eine Chance zu geben. Er hat ein Herz aus Gold. Er braucht nur etwas mehr Disziplin in seinem Leben. Aber er ist nicht wiedergekommen. Also glaube ich, dass es vorbei ist. Mhm. Okay. Danke für deine Hilfe. Lebe wohl. So. Sehr hilfreich war das jetzt überhaupt nicht, um genau zu sein. So, aber wie kommen wir da oben in die Villa rein? Das ist so das Dumme. Weil hier ist es nach wie vor noch abgeschlossen. Was ist? Hast du nicht gehört? Wir brauchen keinen Koch. Das ist so schmerzhaft wie das Leben.
Also, wie soll ich denn da reinkommen, Mensch? Ist hier noch irgendwas? Vielleicht kann man hier über die Klippen. In den Garten klettern, das wäre doch geil. Oh. Alter, was machst du denn hier? Interessant. Erwanken würde mich nicht in den Meer legen. Okay. So. Okay. Du stehst auf Männer wie mich, das weiß die ganze Stadt. Also spiel nicht die unnahbare Schnucki. Herren beatre für dich. Und ich befehle dir zu verschwinden, Schnucki, bevor ich Papa hiervon erzähle. So. Oh, guck mal, wer ist da? Wer bist du? Was willst du hier? Antworte sofort oder ich rufe die Wachen. Tut mir leid, mich reinzuschleichen, Fräulein. Ich bin Geralt, ein Freund des Barden Rittersporn. Geralt von Riva? Der berühmte Hexer aus den Balladen? Mhm. Was treibst du hier, Vagabund? Wie bist du reingekommen? Bei der großen Sonne, ich habe niemanden reingelassen, edle Dame. Ruhe, lass mich das machen. Hüte deine Zunge. Dies ist Frédéric Francis de Bergerac, der neue Schwertkampflehrer, nicht? Zeig ihm den Übungsraum. Ich bin gleich da. Aber Fräulein, er hat behauptet, er wäre Koch. Er ist ein Betrüger. Siehst du, Frédéric? Sagte ich nicht, du solltest mit den Wachen keine Späße machen? Sie haben überhaupt keinen Humor. Nun, bring Meister de Bergerac in den Übungsraum. Schnell. Jawohl, Fräulein. Tja. Ich hoffe, dir ist klar, worauf du dich eingelassen hast. Hoffe ich auch. Fräulein Rosa hat ein animalisches Temperament. Kennt keine Gnade, wenn sie ein Schwert in der Hand hat. Schnapp dir ein Holzschwert. Und pass auf, dass du dem Fräulein nicht wehtust, sonst lernst du den Botschaft. Komm mit. Na komm. Du bist mein neuer Lehrer? Na sowas. Diesmal hat sich Papa ja wirklich Mühe gemacht. Nimm dir erstmal Holz. Zeig, was du drauf hast. Ahoi. Zwei Schwerter, wenn du eh nur eines führen kannst. So. Nur auf zu prallen und kämpfen. Boah, gehst du mir auf Piss, warte mal. Verdammt, bist du schnell! Na komm schon. Was sollen denn zwei Schwerter, wenn du eh nur eines führen kannst? Sag mal. Verdammt!
gekämpft. Du bist viel besser als der Letzte. Ich bin eigentlich gar nicht dein Schwertkampflehrer. Ach, wer bist du dann? Und wie bist du reingekommen? Ich bin ein Hexer. Ich suche... Ein Hexer? Fantastisch! Ich wollte schon immer einen Hexer treffen. Wie aufregend! Was ist denn daran so aufregend? Der Tanz auf dem Vulkan, Spuren lesen, gegen Bestien kämpfen, unterm Sternzelt schlafen. Oh, das muss toll sein. Mhm. Kämpf mal gegen einen Zeugel, wenn du bis zum Hals im Abwasser stehst. Unvergleichlich. Das gehört wohl nicht zu den Höhepunkten. Warte, wolltest du nicht was fragen? Ja. Ehe ich frage, muss ich sagen, dass du recht gut mit dem Schwert umgehst. Lass nur deine linke Flanke nicht offen, wenn du ausweichst. Oh ja, schreckliche Angewohnheit. Werde ich einfach nicht los. Hatte gehofft, jemand aus Novigrad könnte mir dabei helfen. Aber verwirr mich nicht mit Ratschlägen. Du hast schon gestanden, dass du nicht zum Training hier bist. Ich wollte nach deinem Rhetoriklehrer Rittersporn fragen. Rhetoriklehrer? Zum Lachen. Als solchen hat Papa ihn eingestellt, aber er hatte daran kein Interesse. Meist hat er Laute gespielt und gesungen. Wollte wohl jemandem den Hof machen. Also hat er nicht... Aber ihr hattet doch irgendein Verhältnis. Wenn du es ein Verhältnis nennst, das er mir nachstellte, jedenfalls lief zwischen uns nichts. Meine Schwester hatte ihren Spaß auf unsere Kosten. Doch genug geplappert. Kämpfe! Ich verlange eine Revanche! Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Wenn du eh nur eines führen kannst. Ja, komm, nerv mich. Bat, 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 bat! Komm, gut! Verdammt, bist du schnell! Ja, bin ich. Wow, in die falsche Richtung gerollt. Was sollen denn zwei Schwerter, wenn du eh nur eines führen kannst? Ja. Oh, geh mir nicht. Auf den Senkel! Komm schon her! Hör auf zu prallen und kämpf! Was heißt denn hier zu prallen? Zack, zack. Verdammt! Auch wenn du kein Lehrer bist, solltest du einer werden. Willst du mir nicht ein paar Stunden geben? Einer Dame darf ich nichts abschlagen. Was turtelt ihr Täubchen denn da? Du hast mich nach meinem Verhältnis zu Rittersporn gefragt? Nun, hier ist die Urheberin des Durcheinanders. Edna Var Atre. Größte Unruhestifterin nördlich und südlich der Yaruga. Moment mal. Wollt ihr sagen, dass Rittersporn euch verwechselt hat? Gelegentlich schon. Das hat Rosa aber schnell aufgeklärt. Wenn du kurz deinen gehässigen Mund halten würdest, liebe Schwester, könnte ich erklären. Edna hat Rittersporn Liebesbriefe geschickt. Unterschrieben mit meinem Namen. In seiner Eitelkeit ist er darauf reingefallen. Ich dürfte mich der Avancen des alternden Baden erwehren. Rosa, es war doch nur gut gemeint. Ich fand, dass du Hilfe beim ersten Schritt brauchst. Du bist bei jeder seiner Balladen errötet. Hör auf, sonst singt er als nächstes bei deinem Begräbnis. Ruhe. Oh, ein echter Lehrer. Stark und entschlossen.
Vielleicht sollte ich auch das Schwert kämpfen lernen. Hört mal, ich will nur eins wissen. Habt ihr Rittersporn in letzter Zeit gesehen? Edna vielleicht. Ich jedenfalls nicht. Liebe Schwester, ich würde mich doch nicht mit einem Mann treffen, für den du heimlich brennst. Brennen? Für einen, der ständig die Talente einer anderen preist? Dazu bin ich nicht dumm genug. Gebildete junge Damen wie ihr wissen doch sicher jede Menge über Politik. Wir haben dies und das aufgeschnappt. Was willst du wissen? Der Kaiser drängt weiter nach Norden. Die Höflinge sind sicher begeistert. Seine Vertrauten sicher. Aber Papa sagt, dass das nicht mehr lange so geht. Warum nicht? Er meint, dass der Krieg den Handel stört. Und dass die Leute es leid sind, die Abenteuer des Kaisers zu bezahlen. Okay. Wie läuft denn der Krieg? Ist eine Entscheidung in Sicht? Papa sagt, vieles hängt an Radovid und daran, wer Novigrad zuerst einnimmt. Wieso Novigrad? Das ist doch eine freie Stadt. Sie ergreift nie Partei und hält sich aus jedem Streit raus. Oh, jedes Kind weiß doch, dass Novigrad die größte Flotte der Welt hat. Und angeblich quillt die Schatzkammer so über, dass man 2 Armeen ausrüsten könnte. Anderes Thema. Was machen 2 junge Adlige aus Nilfgaard in Novigrad? Vor Langeweile eingehen. Papa ist Diplomat. Außerdem hat er geschäftlich in Novigrad zu tun. Er ist Mitglied der Handelsgesellschaft. Er nimmt uns mit, wohin er geht. Und dann muss er uns immer neue Lehrer suchen. Und in Novigrad fiel die Aufgabe Rittersporn zu. Rosas Verlobten. Edna! Verhielt sich Rittersporn in letzter Zeit seltsam? Ungewöhnlich? Ungewöhnlich? Eigentlich nicht. Zwecklos, Geralt. Sie ist so verknallt, die würde nicht mal merken, wenn er zum Werwolf würde. Edna! Was denn? Du musst nicht so tun, als wäre er normal. Weißt du noch, als er uns auf den Friedhof führte? Rhetorikstunden auf dem Friedhof? Selbst für Rittersporn ungewöhnlich. Wir wollten die Gräber berühmter Professorin von Ochsenfurt besuchen. Am Ende stellte er lauter Fragen über Markgraf Henkel. Über wen? Ein exzentrischer alter Kauz. Neulich verstorben. Als junger Mann ist er offenbar ein wichtiger und großzügiger Förderer der Künste gewesen. Mhm. Von wem hat Rittersporn denn gesungen? Kennt ihr sie? Sie ist wohl eine Dichterin oder Bardin. Selbstredend außergewöhnlich begabt und fähig. Aber wer weiß, der Bade hat sie vielleicht erfunden, um uns eifersüchtig zu machen. Erbärmlicher Chorknabe. Das hat auch geklappt. Du bist schon beim Reden darüber ganz rot geworden. Und du wirst erst rot, wenn ich dir die Augen auskratze. Na gut. War mir ein Vergnügen, aber ich habe noch was zu erledigen. Äußerst erfreut, dich kennenzulernen. Komm bald wieder. Und? Was ist jetzt mit weiteren Stunden? Du bist überzeugend, Fräulein. Woher du das bloß hast? Sag mir Zeit und Ort. Morgen hier? Gleiche Zeit wie heute? Gut. Bis dann. Bis dann, Meister Hexer. Nur 7? Jan, noch ein Mutant. Wo ist denn hier der Ausgang? Ah, da. So, wir können ja noch aufleveln, ist mir mal gerade eingefallen. Hab ich ganz vergessen. Ah! Zurück. So, das da. Fertigkeit verbessern. So muss das aussehen. Ey, und hier können wir noch ein blaues Mutagen reinmachen. So, Zeichenintensität. +5.
So. Aktive Schellen. 30%, ja. Das hier müssen wir noch freischalten. Ja, das können wir auch gerne machen. Wir müssen aber von der Quest her gerade. Oh, warte mal, ich glaube J. J für Journal geht doch. Mann, Fechtunterricht. Da ist er. Die Mätressenliste. Sprich mit Molly. Gut, dann sprechen wir noch kurz mit Molly. Oh, da hinten ist sie. Alle direkt hier in der Nähe, das ist ganz gut. So, was ist denn hier los? Ey, sag mal, überall sind Soldaten. Wohnt hier Baronin Lavalette? Hat dich nicht zu interessieren. Die Baronin gibt sich nicht mit jedem ab. Keine Sorge. Ich bin wegen ihrer Kammerzofe hier, Molly. Geh aus dem Weg. Die Baronin reitet aus. Verschwinde! Geralt von Riva vor meiner Tür? Das kann kein Zufall sein. Ich grüße dich, Baronin. Guten Tag, General. Du hast recht. Ich komme nicht ohne Grund. Ich weiß, wer du bist. Aber der Etikette halber, Maria Luisa Lavalette. Ein kaiserlicher General und ein Hexer treffen sich und kennen einander. Erstaunlich. Wir kennen einander. Wir haben uns schon getroffen. Und wie? Stell dir vor, Luisa, der Kaiser wollte den Hexer sehen. Da hatte auch ich das Glück, ihn zu treffen. Geralt von Riva ist jetzt im Diensten Kaiser Emhirs. Interessant. Hat war Emreis dich geschickt, um Novigrad von Monstern zu befreien? Ich suche ein Mädchen namens Molly. Sie soll hier arbeiten. Meine Kammerzofe. Leider ist sie gerade bei meiner lieben Freundin Patricia Wegelbut. Vielleicht kann Geralt uns ja begleiten. Er könnte bei den Rennen mit Molly sprechen. Käme das für dich in Betracht, Hexer? Einem städtischen Spektakel beizuwohnen? Also, wenn Molly da ist... Dann mal los. So. Wohin geht es genau? Ein weiteres Pferderennen. Da wären wir. Mein Vater besaß ein ähnliches Anwesen in Brugge. Als Mädchen war ich dort oft reiten. Wollen wir uns die Pferde ansehen? Magst du Pferde, Geralt? Eigentlich schon. Ich habe meine Pferde immer Plötze genannt. Die graue Stute ist Cantarella. Von Kahir gezeugt, dem Sieger von Wohle. Grau, schöne Farbe. Auch bei Pferden. Ich wette auf den schwarzen Hengst da, Nemrod, reinste Nilfgaarder Zucht. Fehlt noch, dass er vor dir salutiert, General. Ich will gern mit. Weißt du irgendwas über den Fuchs da oder den Braunen? Der Fuchs heißt Donner, ein reinblütiger Redanier, edles Ross, aber zu eigenwillig für meinen Geschmack, schwer zu beherrschen. Und der Braune stammt aus Serikania. De Volta hat ihn kürzlich gekauft. Ich weiß nicht viel über ihn, aber Serikania sind bekannt für ihre große Ausdauer. Ist Molly ein Pferd? Bitte? Eigentlich bin ich hier, weil ich Molly suche. Geduld, Hexer. Sie wird bald hier sein. Ich habe sie gebeten, zu uns zu stoßen, sobald sie ihre Aufgaben erledigt hat. Es dauert gewiss nicht mehr lang. Das hängt davon ab, was du ihr aufgetragen hast, Herrin.
Aber ich habe keine Wahl. Ich warte. Mhm. Du kennst dich gut mit Pferden aus. Auskennen trifft's nicht ganz. Morvran ist ein echter Experte. Pferde sind ehrlicher als Menschen. Ich bin sehr gespannt, wie du dich im Sattel hältst, Hexer. Ich versuche, nicht runterzufallen. Wie wär's mit einem kleinen Rennen? Deswegen bin ich nicht hier. Lass mich nicht betteln, Hexer. Weißt du was? Wenn du gewinnst, kriegst du meinen besten Sattel. In Nilfgaard gemacht, aus herrlich gegerbtem Leder. Ach, komm. Warum nicht? Würde gern sehen, ob dir dein Wissen über Pferde auch im Sattel nützt. Gut gesprochen. Welches Pferd wählst du, Hexer? Ich nehme Braun. Hab schon viel von serikanischen Pferden gehört. Ich nehme den Braun. Ich reite nicht mit, aber dafür wette ich. Nimrod gewinnt. Der Reiter spielt keine Rolle. Dann nehme ich Cantarella. Wir sollten nicht länger warten. Fangen wir an. Okay. Reiter, bereit? Ich liebe dieses Tempo, diesen Wind. Schneller. Los geht's, Hexer. Zeig mal, aus welchem Holz du geschnitzt bist. So. Die Pferdeausdauer ist aber nicht allzu hoch von dem hier. Das ist mein Pferd deutlich besser. Ich liebe dieses Tempo, diesen Wind. Ach, komm. Mach mal Platz. Nicht das Pferd schonen. Mach ich nicht, keine Angst. Sieg. Tada! Atemberaubend. Ein famoser Sieg. Danke. Für jemanden, der nicht reiten kann, hast du dich vorzüglich im Sattel gehalten. Mein Glückwunsch. Das ist deins. Dürfte ich wohl jetzt mit der Kammerzofe sprechen, Herrin? Ach ja, Molly. Deswegen bist du ja überhaupt hier. Ja, die stämmige junge Frau dort, das ist sie. Sprich mit ihr und komm zu uns, wenn du nach Novigrad zurückkehren willst. Wir reisen gern mit dir zusammen. Ach, nichts ist so schlimm. So, ich habe einen Sattel dazu bekommen. Oder? Warte mal. So, die Sattel da. 50 Ausdauer. 50 Ausdauer. Alter. Ich dachte, das ist ein besonderer Sattel. Verdammt, danke. So, lass mich mal zu Molly. Ich bin Molly, Herr. Du wolltest mich sprechen? Nenn mich Geralt. Geralt? Der Geralt? Dem Rittersporn ein ums andere Mal das Leben gerettet hat? Stimmt alles. Nur andersrum. Ich bin es, der ihn ständig retten muss. War es etwa nicht Rittersporn, der in Flotsam deine Schlinge aus 100 Schritt Entfernung mit einem Pfeil durchgeschossen hat? Was? Rittersporn kann doch gar nicht... Ach, was soll's. Irgendeine Idee, wo unser Meisterschütze stecken könnte? Nein, leider nicht. Wir haben uns eine Ewigkeit nicht gesehen. Die Baronin ist nicht erfreut, dass wir uns kennen. Sie hält Rittersporn für einen nichtsnutzigen Faulpelz. Stell dir nur vor. Aber vielleicht kann dir seine Schwester helfen. Ein so nettes Mädchen. Dir ist klar, dass Rittersporn gar keine Schwester hat? Und ob er eine hat? Ich hab sie doch gesehen. Aber sie sieht ihm überhaupt nicht ähnlich. Ist blond. Vielleicht haben sie verschiedene Väter. Und auch verschiedene Mütter. Vielleicht. Aber er hat sich um sie gesorgt, so wie er ihre Sachen getragen hat und... Diese Pakete,
Könnten es Koffer oder Reisetaschen gewesen sein? Und dieses Mädchen? Vielleicht eine Bardin? Ja, ja. Jetzt weiß ich's wieder. Sie ist eine fahrende Künstlerin, kam übers Meer aus Kovir. Talentierte Familie, nicht? Enorm. Und auch sehr liebevoll, bin ich mir sicher. Wenn du nur wüsstest, Rittersporn hat sogar ein Gedicht für sie geschrieben. Für meine liebste Kalonetta oder so. Oh, so einen Bruder hätte ich gern. Ja, danke. Das ist genial. Erinnerst du dich an dein letztes Gespräch mit Rittersporn? Na klar. Er wollte etwas Geld für eine Barke leihen. Was? Wozu braucht er denn eine Barke? Für eine romantische Bootsfahrt im Mondschein auf den Kanälen. Er sprach von Erdbeeren und diesem Perlwein und er wollte mir ein Ständchen singen, aber seitdem ist er weg. Danke, Molly. Warte, bevor du gehst, habe ich noch eine Bitte. Rittersporn hat versprochen, mir seine Briefmarkensammlung zu zeigen. Er hat's nie getan, aber ich würde sie so gern sehen. Wird nicht schwer, ihn zu überreden. Er zeigt sie liebend gerne, jeder, die er trifft. Oh, das ist wundervoll. Danke und viel Glück bei deiner Suche. Oh mein Gott, ey, was ein naives Ding. Oh, warte mal. Hä? Komm ich denn da hoch dann? Ach, wir klettern einfach. Ah, Geralt, da bist du ja. Wollen wir zusammen zurückreiten? Ja, bitte. Sehr gern. Ist ein langer Weg bis Novigrad und mit Begleitung erscheint er nicht ganz so lang. Sehe ich auch so. Nun dann los. So. Willst du mich verarschen? Es ist schon wieder dunkel. Und da wären wir. Danke für deine Gesellschaft. Gleichfalls. Mach's gut. So. Ich muss jetzt aber gerade das andere hier machen. Fechtunterricht. Okay. Dann Meditation bitte. Warte. N. Zack. Vor dem ewigen Feuer, dem Herrn und Beschützer unserer Stadt. Schreib nur der standhafte Glaube in den Sonnen. Sieh dir den Mutanten an. Sieh dir den Mutanten an. Ah, wie sieht's aus? Case Wax. Case Wax. Ja. Wann willst du denn dann? So, mehr da? Ach komm. Case Wax. Ah, wann denn? Bei ihr und dann. Noch mehr Treibgut aus der Meere. Hallo. Willst du hier was Bestimmtes? Ich habe eine Fechtstunde mit Rosa. Geralt von Riva, ja? Frau Rosa ist spazieren gegangen. Bei der Tempelbrücke hat sie gesagt. Du sollst sie begleiten.
Das wird wohl eine interessante Stunde. Danke. Die war doch noch gerade eben da unten. Wie soll die denn jetzt auf einmal da hinten sein? Die ist eine Hexe. Die hat sich teleportiert. Ja. Scheiße. Schrecklich. Alle Straßen. Mensch, hast du Angst? Keine Monster in Nordica. Alter, was ist denn mit euch los? Nein, nein. Da sind Mäuseköttel im Hof. Oh, endlich. Mann, ey, da läuft man sich ja die Füße wund. Ich würde schon fast wetten, das ist gleich nicht Rosa, sondern die Schwester. Geralt, hier drüben! Meine Achseln stinken. Hast du immer ein nilfgaardisches Regiment dabei, wenn du spazieren gehst? Immer. Papas Befehl. Es ist zu deinem Schutz, Rosa, Liebes. Die Leute hier hassen uns. Warum? Was habe ich denen getan? Doch genug davon. Soldat, du kannst gehen. Aber seine Exzellenz, der Botschafter Vaatra, hat gesagt... Na und? Diese Exzellenz sagt was anderes. Erkennst du ihn nicht? Das ist Geralt von Riva, der beste Schwertkämpfer, den der Norden je gesehen hat. Mit ihm bin ich sicher. Also los, rasch. Links, zwei, drei, vier... Endlich! Gehen wir, Geralt. Ich will dir was zeigen. Wir wollten üben, nicht spazieren gehen. Das ist... Ich weiß, Geralt. Nun hör auf mit der Leier. Gehen wir. Ja. Wo es Matsch gibt, ist der Regen nicht weit. Was hat die denn jetzt vor? Hier. Weißt du, ich dachte, wir könnten die Stunde auch an der frischen Luft abhalten, statt in einem feuchten alten Verlies. Ein Duell auf einer Brücke, wie in den Romanen. Zieh das Schwert! Ich habe nur mein Stahl- und mein Silberschwert. Wir sollten mit Übungswaffen kämpfen. Sollten wir. Aber gerade du solltest doch wissen, dass die Dinge, die man nicht tun sollte, besonders viel Spaß machen. Hör mal, ich will dich wirklich nicht verletzen. Hör auf, mich zu bevormunden, sonst verletze ich dich. Und jetzt en garde. Klar? Ja, eigentlich hast du nur meinen Stolz verletzt. Oh. Wieso interessierst du dich überhaupt fürs Fechten? Ich langweile mich. Ich habe hier keine Freunde. Mein Vater hält mich an der kurzen Leine. Ein Bankett nach dem anderen. Ich hasse Bankette. Mhm. Öde Gespräche, schreckliches Essen, schwache Getränke. Genau. Mit dem Schwert in der Hand kann ich wenigstens etwas Spaß haben. Etwas Dampf ablassen. Na schön. Und nun? Wir sollten zurückgehen, aber... Entschuldige, Geralt. Das klingt jetzt komisch, aber würdest du dich kurz umdrehen? Mein Korsett ist verrutscht. Es kneift furchtbar. Ich verstehe, dass Frauen hübsch aussehen wollen, aber im Korsett kämpfen? Das bremst doch. Rosa? Scheiße, sie ist weggelaufen.
Va'atra bringt mich um, wenn ihr was zustößt. Ich muss sie finden. Kann nicht mehr weit sein. Deinesgleichen sollte in Novigrad nichts zu melden haben. Halt die Fresse, Mann. Sag mal, wieso wird denn das nicht aktualisiert? Ich diene dem ewigen Feuer. Naja, machen wir es halt so. Ohne dass es aktualisiert wird. Freund und ich würden uns zu dir setzen, dir ein paar Witze erzählen. Bist weit weg von zu Hause, nicht wahr, Schätzchen? Und wer weiß, ob du je wieder zurückkommst? Das ist die Tochter des Botschafters Va'atra. Sie genießt diplomatische Immunität. Ich verstehe den Scheiß nicht, den du redest. Aber du liebst die Schwarzen, das ist offensichtlich. Ist doch klar, Lukas. Hexer fühlen sich von Monstern angezogen. So ist das eben. Aber diese Bestie, oh, um die kümmern wir uns selber. Lasst es mich so ausdrücken, dass ihr es versteht. Verpisst euch. Sieh an, nicht nur die Schwarzen kommandieren uns herum. Jetzt fangen auch noch die Hexer damit an. Schade bloß, dass ich mir von beiden nichts sagen lasse. Auf ihn, Lukas! Komm her, du auch noch. Ja. Sonst noch was? Ist dir jetzt klar, warum dein Vater darauf besteht, dass dich Soldaten begleiten? Damit sie mich retten können. So wie du. Nein, damit du gar nicht erst gerettet werden musst. Rosa, diese Leute sind deinetwegen gestorben. Na und? Erwartest du, dass ich in Tränen ausbreche? Eine Schweigeminute einlege? Das waren Halunken, die haben es so verdient. Und du fragst dich, warum die Leute hier Nilfgaard hassen. Ich dachte, du wärst anders als die anderen Nordlinge. Dass du uns verstehst. Unseren Gerechtigkeitssinn. Ich habe mich geirrt, wie ich sehe. Du solltest jetzt nach Hause gehen. Und nimm den kürzesten Weg, nicht den mit dem schönen Ausblick. Verstehe. Leb wohl, Geralt. Und viel Glück auf deinem Weg. Wieso hat er zwei Schwerter? Wie sieht er sie so aus? So. Tja, ihretwegen mussten sie sterben. Hat er gar nicht mal so unrecht. So, was sagt das Journal? Die Mätressenliste? Mann. Da hat sich nichts getan. Da hat sich auch nichts getan. Okay. Dann würde ich sagen, schließen wir das hier ab und sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.